Blumendiebe im Himmelsgart. So sieht das also aus. Es sind Blumendiebe im Himmelsgarten. Und damit willkommen zurück zu einem neuen Part Super Mario Odyssey mit dem Zwergenfürst. Wir haben hier immer noch den Wüstenland Sombrero an. Er war noch nicht genug. In deiner Münze gesammelt haben. Oh, eine fliegende Brücke. Astrei, damit kommen wir rüber. Oh wei, oder auch nicht. Mal zu spät drauf. Geht. Dann geht man drauf. In den ersten Minuten des Parts. Gut, weiter geht's hier. Nächster Part aus dem Frostland. Jetzt werden wir die Brudels finden. Die Brudels. Sekunde, ich will mal darüber. Da gibt's da drüben was zu sehen. Da gehen wir dort lang. Aha. Da müssen wir lang, wahrscheinlich dort lang. Geh erstmal hier rüber, vielleicht gibt's da noch was Interessantes. Scheint mir passender. Jetzt hätte ich da noch was zu finden. Erstmal falle ich runter. Ah. Du sagst es. Ah. Ach, hier wieder. Beim letzten Checkpoint. Hier nochmal die Blätterbrücke. Jetzt über das gefährliche Ding. Oh nein. Oh nein. Jetzt vielleicht ein Secret. Na komm, hier. Hier geblieben. Gibt es die leeren Münzen? Schon mal nicht schlecht. Wenn man dran vorbeifällt, ist das natürlich der Punkt. Das Ding mit der dritten Dimension. Es ist halt. Muss man können. So. Na gut, sind es nicht drei. Oder ist das schon der vierte Versuch? Ich weiß nicht. Versuchen mal nicht zu fehlen, sagte er. Ja gut, ich und meine Jump'n'Run zu fehlen, das ist, dafür seid ihr hier, das ist, wenn ihr super Pro-Skills in Mario Odyssey sehen wollt, dann seid ihr hier auf einem Kanal sehr falsch, das ist, dann könnt ihr, nee, schaltet bitte nicht ab. Aber ja, es ist irgendwie. Bei mir sind es durchaus auch mal Fails zu erwarten. Warte, da sind die Münzen. Ich nehme mich doch mit, wenn möglich. Oh wei. Zwei habe ich mitgenommen. Alter. Wie ich hier runterstürze. Es ist wirklich langsam. Langsam wird schmerzhaft. Ich will doch nur die Münzen sammeln. Gut, vielleicht sammeln wir erstmal den Mond da oben oder was auch immer das ist. Da gibt's. Oh wei. Nein. So, hier. Erstmal hier hoch. Ist doch bestimmt ein Mond. Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Und hier hoch. Kinderaktion hier. Ein Mond. Ein schwer erkämpfter Mond. Nuss auf der Turmruine. Hier nochmal runtersegeln. Da haben wir noch zwei Münzen. Wofür ich immer nehmen riskiere. Und nur eine geholt. Na komm, jetzt lassen wir dort stehen. Jetzt lassen wir jetzt dort. Ich glaube, wir gehen dann auch erstmal nach links. Vielleicht gibt es da noch was anderes zu entdecken. Bevor wir hier noch weiter fehlen. Und hier runterfallenden Blöcken. Hier geht es auch weiter. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist.
Schauen wir mal. Langsam bewegt sich die Brücke. Wo geht sie hin? Hier geht's hin. Hinein. Ein weiterer Mond. Im Inneren des Himmelgartenturms. Aha. Noch ein extra Mond oder was? Oh Mann. Ich muss natürlich klappern, damit wir hier weiterkommen. So, hier die nächste Sache. Weiter geht's. Und hier gibt's den Mond. Sehr schön. Der Turm auf. Der Turm gepflanzte Nuss. Oha, wieder ganz unten. Damit können wir abkürzen. Okay, der BSP-Switch ist noch nicht. Der ist noch ausgegraut. Oh, geht's weiter. Jetzt nehmen wir Münzen. Hier geht's im Kreis oder was? Nee, hier geht's weiter. Sehr schön. Da gibt's noch einen Mond. Sehr schön. Einmal Beine ausstrecken. Ein paar extra Monde sammeln. Oha, jetzt sind wir schon an der Spitze. Check the point. Miss Gartenturm. So, die Brute ist kommen. Zu spät, ihr Dummköpfe. Wir haben das Blumenarrangement längst geklaut. Und jetzt macht Platz, damit wir auch die restlichen Blumen mitnehmen können. Wawa! Ist doch gar kein Tod. Wawa! Muss man durch das Gift durchkommen oder was? Ach du Schande. Was soll das lernen? Auf den Schädel. Sehr schön. Durch das Gift müssen wir durch. Oha. Muss man ein bisschen aufpassen. Nicht ins Gift geraten. Oha. Vorsichtig. Sonst Weg durchbahnen und dann ihn treffen. Bevor er uns trifft. Na komm, auf den Deckel, auf den Leads. Ach, Kacke. Sind wir hier nochmal drauf gegangen. Hat uns getroffen. In das Gartenturm. Und weiter geht's. Überspringen bitte. Und jetzt weiß ich, was hier los ist. Was hier Phase ist. Was ich machen muss. Aber ihn treffen und dann einmal auf den Kopf springen. Münzen. Sind auch nicht so wichtig. Oh wei. Im Herz. Noch brauche ich das nicht. Na komm. Verdammt. Das habe ich bitter nötig, das Herz. Na komm. Treff ihn doch. Treff ihn. Auf den Kopf. Was mache ich denn hier? Zwei Herzen noch. Ich muss ein paar Münzen einsammeln. Dann wird die Wimmer Game Over gehen, nicht verlieren. Damit keinen Verlust machen. Und Treffer. Na hier, auf den Kopf. Auf den Kopf. Na komm, spring doch. Ach, Kacke. Ich war doch so dicht daneben dran. Das wäre schon der dritte Treffer gewesen. An der guten Dinge sind es drei. Let's go. Hier wegwischen. Und auf den Kopf. Sehr schön. Die Münzen sind hier was wert, davon kann man sich später Sachen kaufen. Sollte man also nicht so häufig verlieren.
ist nicht so tragisch wie in anderen Super Mario Bros. Titeln. Oh wei. Auf den Kopf. Auf den Kopf. Was mache ich denn hier? Es gibt hier kein Herz für mich. Die Münzen sammeln. Das ist ein Herz für mich. Das ich bitter nötig habe. Und da verliere ich auch schon. Tja, Schwede. Einer guten Dinge sind 4 und 80. 100, 1000, Millionen. Stell mich heute wieder an. Das ist echt nicht wahr. So zieht man den Part auch in die Länge. Schaff mal weniger im Part. So rum. Der Part wird nicht in die Länge gezogen, aber wir schaffen weniger. Oha, gut ausgewichen. Sie trifft ihn. Drauf hier. Sehr gut. War das erst der erste Treffer oder? Schon der zweite. Und war gleich raus. Na komm. Mütze ab und drauf. Drauf, sag ich. Haben wir es geschafft. Aber knapp. Im vierten Versuch. Ein Multimond. Sehr schön. Da brauchen wir aber noch ein paar, um die Odyssee wieder starten zu lassen. Da freuen wir uns erstmal mit dem Multimond. Und wurde besiegt. Ein Multimond für dich. Blumen, die beim Himmelsgarten. Haben wir ein bisschen Story geschafft. Geheimes Blumenfeld, Fahrt. Da geht's gleich weiter. Da müssen wir denen wahrscheinlich nochmal entgegentreten. Oh, hier sind wir in der Odyssee. Hier können wir schon mal ein bisschen aufladen. Die Monde abladen, die wir hier schon haben. Viel fehlt nicht mehr, nur die Hälfte noch. Ungefähr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 8 Monde, wenn ich richtig gezählt habe. Wenn ich mich verfehlt habe. Sind wir bestimmt auf dem Weg noch. Oha. Powerblumen. Und einkaufen. Blitzschnell einkaufen. Willkommen. Ah, hier haben wir 15 Münzen. Das reicht ja hier. Das Abenteuer-Outfit. Sehr schön. Danach sind wir wieder pleite. Jetzt umziehen. Zum Salinen in München sind wir dann pleite. Jetzt umziehen. Sind wir auch passend gekleidet hier. Das Gebiet. Im Dschungel in Sticker-Outfit. Safari-Hut und so. So. Kam das noch später oder gab es auf jeden Fall noch eine Quest mit einem leuchtenden Stein, den man werfen musste. Daran kann ich mich auch irgendwie dran erinnern. Im Mondland. Irgendwie gab es da etwas. Irgendwie. Aber erstmal wollen wir weiter. Ich kann mal eine Schnellreise nehmen. Zum Beispiel hierhin. Können wir nicht fliegen? Dahin können wir. Schnellreise. Ach, hier. Und hier gibt es nochmal ein paar lila Münzen, die wir mal mitnehmen sollten. Lila Münze. Speichervorgang. Und wieder zurück. Sehr schön. Jetzt nochmal die lila Münzen, dass wir den Wasserfall fallen. Den Durchbruch erreichen. Aha, 22 Münzen und 7 oben.
sind bestimmt noch einige verdeckt. Oh, die Piranha-Pflanzen sind gar nicht da. Schade, dass wir nicht dort hoch, direkt dort hoch zu dem größeren Checkpoint kommen. Dass wir die Verlängerung noch nehmen. Mit den Kollegen hier geht es auf jeden Fall schneller. Mieswurz heißen übrigens die Kollegen hier. Die mir jetzt hier Schaden machen. Jetzt gehen wir schnell durch. So. Oh Mann. Was die für einen Schaden machen. Die andere Mieswurze. So, geh mal hoch. Zack, hier durch. Die Mieswurzen haben wir schon. Wie geht's weiter? Im Herz. Das ist sehr schön. Das können wir gebrauchen. Da werden wir wieder hier. Aha, und nun? Und nun? Ich dachte, wir haben hier noch eine Quest. Und da müssen wir hin. Ich muss noch mit dem Kollegen reden. Ja, die Blumenpflege wieder im totalen Umfang angenommen. Aha. Wie kommen wir hier jetzt weiter? Sehr interessant. Ich muss mir mal erstmal einen Überblick verschaffen. Aha, okay, vielleicht kommen wir jetzt hier mit. Sekunde. Können wir es damit wegkatapultieren? Ich hoffe doch. Aha, wie geht's hin? Oh na, wir sind wirklich weit geflogen. Okay, sprechender Papagei. Wonach suchst du denn? Ah, ich weiß, ich weiß. Ha, ich kann es dir nicht verraten, aber ich gebe dir einen Hinweis. Falle im Herzen des Waldes. Das ist hier irgendwo versteckt. Such ihn, finde ihn. Cheep, cheep. Aha, ein Hinweisvogel. Ein Hinweiskauz. Jetzt ein Hinweis auf den nächsten Mond. Da gibt es nächste Linie an Münzen. Das war vielleicht ein Fehler. Wir müssen mal aussteigen. Sehr gut. Die anderes Ressort, die kann es nicht mehr ausschalten. Sehr gut. Haben wieder eine Münze gesammelt. In die Mieswurz geht's weiter. Zack. Das ist so gewollt hier. Das ist eine Mond. Die Nuss um die Ecke. Darauf sind wir aus. Auf Monde. Oh wei. Wir sind fast runtergefallen. Zum kurzen Ausblick wahrscheinlich. Oh, Panzer. Gibt's Panzer, das Panzer Irons. Nee, das ist ein Pokémon. Können wir kapern? Ja, sehr toll, die können wir kapern. Und zielen, jetzt noch schießen. Zermammt. Gibt's doch bestimmt einen Mond dran. Nicht. Sehr schade. Feuer. Wir müssen da durch. Gucken wir mal. Unter Beschuss. Krieg in Super Mario. Das gibt's ja auch nicht häufig.
Kriegsgerät. Müssen wir mal raus. Aha. Zieh am Hebel und erhalte einen Samen. Oh, das ist ein großer Samen. Müssen wir hier wahrscheinlich einsetzen. So wird das aber nichts. Sehr gut. So wird das was. Und? Na, komm mal hoch. Hans an der Bohnenstange. Ein altes Märchen. Hinauf mit uns. Da oben wartet ein Riese auf uns. Na, bist du bei Star Mario? Und schon ist da oben. Check the points. Ladestation im Roboheim. Ich würde gerade sagen, ein Herz wäre mal wieder cool, aber brauche ich eigentlich gar nicht. Die Ladestation ist total überfüllt. Achso, alle stehen hier an, um aufzuladen. Ist ja toll. Ich stehe hier an, um auch hier aufzuladen. Jetzt ist nämlich ein Mond für mich. Aufgeladen. Danke für die Aufladehilfe. Alle stehen hier an, um aufzuladen. Das ist ja toll. Und was müssen wir jetzt machen? Ich muss bald aufladen. Ah, okay, der ist schon... Der ist schon sehr kaputt. Den muss man vielleicht mal vorlassen. Okay, und wie kommen wir jetzt hier weiter? Die Ladestation sind wohl beide kaputt, oder warum benutzt er die nicht? Ah, okay. Verstehe nicht. Oh, das war Rakete. Müssen wir vielleicht mal hoch. Das ist mein Mond. Na komm, hier und. Ab geht's. Dein intergalaktisches Abenteuer. Ein Mond. Die Musik kommt mir aber bekannt vor. Wo kommt die, von woher kommt sie mir bekannt vor? Das ist eine alte, ältere Musik. Finde ich aus einem älteren Spiel. 3D-Land? Ist das aus 3D-Land? Irgendwoher kenne ich die. Das muss sogar mal auf dem Kanal gebracht. Ist ein Mario-Spiel, das mal auf dem Kanal gebracht habe. Muss ja sein. Jetzt fallen wir hier runter. Achso. Wir können fliegen. Wir sind doch mehr gefallen als geflogen. Deswegen finde ich raus, dass er fliegen kann. Als Paragumba. Überraschung. Da geht's durch den Nebel. Um die Münzen. Sehr neblig hier oben. In den Wolken, das ist sehr neblig. Ich weiß auch nicht, wie viele Münzen. Wie viele Mondteile wir sammeln müssen. So, wo geht's weiter? Ich sehe hier im Nebel nichts. Hier sind wir jetzt wieder zurück. Auwei. Da sind Münzen. Das ist falsch, dem zu folgen. Den Münzen. Ah nein, hier ist ein Mondteil. Sieht zumindest ganz danach aus. Einen brauchen wir noch. Einen Mondteil brauchen wir hier. Im Nebel. Oh wei. Ist doch anstrengend hier zu gucken. Ein Mondteil bitte. Wie viel Aufwand hier für einen Mond?
Die Münzen weisen uns meistens den Weg. Lass uns mal Münzen finden. Okay, hier nicht. Vielleicht hier irgendwo unten. Ich kann hier nur suchen. Anstrengend hier, Nebel. Hier sind wieder Münzen. Vielleicht gibt es hier noch mehr zu entdecken. Sieht gerade nicht so danach aus. Oha. Das bauen die einfach hier. Ah, hier oben gibt es noch ein Mond. Ein Mondstück. Ein Mondteil. Auwei. Jetzt wieder zurück. Okay, Mond. Sehr schön. Ein Mond für dich. Spaziergang im Nebel. Das war ja sehr toll. Gerne nicht wieder. So, zurück geht's. Ins Unnebelige. Drei Monde haben wir hier schon. Und weiter geht's. Aber wo geht's weiter? Hier vielleicht. Oh wei. Wir müssen hier wahrscheinlich so ein... so einen Kollegen hier bilden. Was ist denn jetzt passiert? Einen Gumba-Turm müssen wir hier bilden. Da gibt es doch bestimmt auch wieder einen Mond für. Die drei Monde sind uns geblieben. Da müssen wir erstmal den Houston kapern. Damit ihm auf andere drauf springen. Denke ich doch. Na komm, hier. Oben drauf. Da ist noch einer. Ich nehme mich mit. Ein hoher Gumba-Turm. Hallöchen. Ein Gumba-Dame. Der Mond für uns. Für ihren Gumba-Turm. Na, da wohl der Typ ist, der mit der roten Mütze. Den findest du super. Der mit der roten Mütze, der hat genauso eine rote Mütze wie sie. Der Gumba oben drauf, der ist der Gute. Romanze in den Waldruinen. Okay. Ich würde mal sagen, ich steig ab. Oh nein, jetzt habe ich einen großen Gumba-Turm, der mich verfolgt. Weg mit euch. Habe ich nur ausgenutzt. Jetzt geht's mit dem Panzer weiter. Ich muss den Panzer erstmal ausschalten. Bevor die mich ausschalten. Keine Monde hier. Sehr schade. Warte mal kurz. Ich kann doch bestimmt mit dem Panzer, mit dem Bowser-Panzer übrigens. Nein, wie konnte es? Ach, nur einen kann ich damit, ja gut.